Willkommen bei meinem Acrylmalvideo und zwar möchte ich heute mit euch eine Eule malen. Ich zeige euch jetzt in kurzen Schritten, wie ich das mache. Und zwar beginne ich mit einem sehr schwungvollen Hintergrund, den ich mit der Spachtel auftrage in Türkis- und Kobaltblautönen. Danach verwische ich das mit einer breiten Gummispachtel. Nach dem Trocknen übermale ich die Blautöne mit etwas Indischgelb. Daraus ergibt sich ein schöner, angenehmer Grünton, der auch sehr schön leuchtet. Danach zeichne ich mir mit weißer Kreide die Eule vor und male sie sogleich auch mit weißen Pinselstrichen aus. Ich lasse aber den Hintergrund noch durchblitzen. Nun gehe ich wirklich Schritt für Schritt einfach ins Detail. Besonderes Augenmerk lege ich auf die Augen. Die Augen werden sehr, sehr genau ausgearbeitet. Die müssen ganz, ganz schön sein. Also dieser Teil der Eule wird wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Es braucht natürlich einige Schritte und so schnell wie es aussieht, geht es nicht. Aber ihr seht, Step by Step arbeite ich mich dann ans Bild vor. Für dieses Bild braucht ihr gar nicht so viele Farben. Das sind Türkis, Kobaltblau, dann Indischgelb und etwas Van Dyck Braun für die dunklen Stellen. Am Schluss gebe ich dann noch auch etwas Magenta hinein. Wie gesagt, die ganze Ausarbeitung ist nicht am Video oben, die dauert einige Stunden dann noch. Hier will ich euch den Beginn zeigen und jeder kann dann für sich selbst entscheiden, wann das Bild fertig ist. Man kann es eher abstrakt lassen. Ihr seht auch hier, erkennt man schon die Eule. Man muss nicht so genau ausarbeiten. Das ist dann Geschmackssache. Ich will euch einfach hier den Weg zeigen, wie man zu einer netten, besser gesagt zwei Eulen kommt. Jetzt hinten im Hintergrund entsteht noch eine kleine, halbe, sichtbare Eule. Ich achte darauf, dass der Baumstamm schon dunkel wird. Der führt so schräg herein. Das schaut auch sehr gut aus von der Dimension. Dann versuche ich, den Hintergrund hinten trotzdem hell zu halten und die Eule so zu schattieren, dass sie wirklich 3D-mäßig rüberkommt. Unter dem Flügel, seht ihr, gehört es sehr dunkel. Und die Eule selbst wird auch eher abstrakter ausgearbeitet, also nicht unbedingt in naturalistischen Tönen. Und jetzt taste ich mich so richtig an mein Bild heran und schaue, wie hell darf ich den Hintergrund machen. Ich male dann hinten noch ein paar Äste rein, ein bisschen einen Wald soll man erkennen. Alles sehr, sehr abstrakt gehalten. Dieses Bild habe ich über Tage gemalt, das heißt, ich habe es immer wieder stehen lassen. Am nächsten Tag habe ich wieder etwas gesehen, wieder und wieder. Obwohl ich sagen muss, hier dieses Stadium gefällt mir eigentlich auch schon ganz gut. Es sind wirklich dann noch die Feinheiten, die fehlen. Die Augen sind ganz wichtig. Hier habe ich sehr, sehr genau gearbeitet. Ich werde es dann noch im Detailvideo zeigen, wie die finale Version aussieht. Am Schluss seht ihr dann das fertige Bild. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und natürlich über ein Like oder einen Kommentar würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Materialien dazu braucht, es gibt auch einen Online-Shop, labelotshop.at. Da könnt ihr gern Materialien bestellen.